Eselardas, bin 8 Jahre alt. Ich komme aus Serbien. In der Klasse? Ich gehe in die 2. Klasse. Ich bin der Ihab, komme aus Eritrea. Bin 14, gehe in die 8. Klasse. Und bin Barenklasse von Maribona. Unser Thema ist Bergbetrachtung kreuz und quer. Im ersten Mal haben wir also ein Mäppli anfangen malen, also zeichnen. Anfangen malen, zeichnen. Und dann haben wir so Bilder angeschaut. Und ja, wir haben noch farbiges Papier reingeschaut im Mäppchen. Nachher haben wir anfangen kleine Bilder anfangen zu schauen. Und ein paar Bilder sind nachher sind wir oben. Sonst muss ich auch ein paar Bilder schauen. Gegangen. Wir haben ein Bild, unser Lieblingsbild, anfangen zu suchen. Und ein paar Bilder sind auch von denen da gleich von oben. Und mein Lieblingsbild hat geheißen Frühlingstag. Ist der Künstler war Arno Böckli. Und ja. Nein. Dann sind wir die Werke schauen von den Künstlern. Dann haben wir eins dürfen auslesen. Und er. Da bin ich noch nicht dabei gewesen, dann hatte ich einen anderen Termin. Und dann haben sie da ausgelesen und dann haben sie können abzeichnen. Das ist eben das Bild von Learta. Und dann haben wir so ein Papier bekommen und dann haben wir das Bild können gestalten, wie wir wollen. Und es hat einen Zusammenhang haben. Das ist die Viola, was hast du noch gemacht? Ja, ich werde den Maler geheissen. Franz Mark. Franz Mark, ich will ein bisschen unterreden, dass man es hört. Jawohl, sie haben Hunger. Big Mac musst du versprechen. Das ist im Erion. Er hat eine Maske gemalt. Weiß es, die Künstlerin von ihm. Picasso. Das Bild hat sie geheissen. Ein Kopf eines Mannes, ja. Und da eben, das war dann kaputt, dann haben wir sie ein Kinder verkleben. Herr Winter, kannst du gut erzählen? Dann haben wir am Schluss haben wir noch im Kunstmuseum gedacht, haben wir noch Bilder, also Bilder anmalen. Und am Schluss haben wir noch unser Bild erzählen. Was hast du gemacht, Marigona? Ich habe das Bild von Wassily Kandinsky ein bisschen nachgestellt. Also, ich habe einfach den Hintergrund anders gewählt und die Figuren, die er gemacht hat, ein bisschen anders. Ich habe das Bild ausgewählt, weil ich bin eben auch ein bisschen, interessiere mich auch ein bisschen für Mathematik. Es ist schon recht geometrisch gezeichnet worden. Und dann habe ich eben das Bild ausgewählt und habe ein bisschen anders gestaltet. Das hat mich absolut spitze gedacht. Die zwei, die haben einmal gefällt in einem Workshop und die haben an einem Tag, wo die anderen zwei Tage Zeit hatten, haben die ein Bild von Wassily Kandinsky, das zweite, eine von oben und eine von unten. Gleichzeitig haben die das einfach so schnell hergekriegt. Da haben wir ein Referat gehabt, also haben wir eine Museumsnacht, wenn es 18. März ja. Das ist Hölle. Haben wir uns die Planung gemacht, wer als erstes kommt. Und der Erion ist, glaube ich, als erstes gekommen. Und dann Zeyla, und dann Ersana, glaube ich. Und dann Dorentina und ich, Viola, Valeria. Du musst sagen, was der Erion erzählen. Aha, ja. wir mussten zuerst den Namen müssen sagen. Und dann von wo wir kommen, welche Klasse wir gehen. Und dann der Titelname vom Bild, vom Werk. Und dann der Name vom Künstler. Und dann haben wir erzählen müssen, warum wir das Bild gewählt haben.
Und dann ganz am Schluss haben wir das Porträt müssen zeigen, was, das wir gemalt haben. Ich habe das Bild gewählt, weil es ist so buntig, hat so Blumen drin und auch Natur. Und ich höre gerne Jazz, Funk und so. Ich spiele auch selber Gitarre. Und es hat mich so ein bisschen fasziniert. So Rot und so passt so ein bisschen zu Jazz. Und so eckig hat es auch drin. Und ja, dann habe ich ein Bild gemalt. Ein ähnliches Bild wie der Fanny Atelier. Das da hier. Dann habe ich Musiksnoten drauf gemalt, wo ich das Gefühl habe, mehr zu wenig Musik im Leben. Und die anderen mussten das auch müssen machen. Es sind noch recht viel gekommen. Und Albert hatte selber keinen Platz. Die anderen müssen noch warten. Von Mal zu Mal ist es besser gegangen. Ja. Also dank der Anna Stäubling auch. Ja. Sie hatte ja Theater, Westside, und seitdem sind wir stärker geworden. Und wir sind echt mutiger geworden, auch in der Schule irgendwo Referat halten, Vortrag halten. Das tut echt, wenn man so ein bisschen Angst hat, wenn man echt denkt und dann ich erzähle. Ein bisschen Sätze länger machen. Ja. Das war's.